So kennen wir den Unterricht. Alle in einem Klassenzimmer, versammelt vor der Tafel. Wissen gibt es in der Schule und alle müssen dahin. Jeden Tag, von Montag früh bis Freitag Mittag. Auf dem Land, wie hier in Brandenburg heißt das, früh aufstehen, lange Bus fahren. Dazu sinken die Schülerzahlen, manchen Schulen droht die Schließung. Zukunftsfähige Ideen sind gefragt. Hier am Gymnasium Wittstock werden gerade Whiteboards in den Unterricht integriert. Ein Beamer, ein Rechner und ein Infrarotstift machen die Tafel multimedial. Und nicht nur das, die elektronischen Tafeln lassen sich über das Internet miteinander verbinden. Was der Schüler links auf die elektronische Tafel malt, erscheint wie von Zauberhand auf der rechten Tafel und umgekehrt. Aber funktioniert das auch von Klassenzimmer zu Klassenzimmer? Die Schüler bringen das Whiteboard in einen anderen Klassenraum und bauen eine Verbindung über das Internet auf. Zuerst über Skype. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Versteht ihr mich? Ja. Okay, also ihr stellt jetzt die Verbindung über den TeamViewer her, zwischen beiden Boards, oben Raum 22 und Raum 32. IT-Lehrer Andreas Meyer betreut das Experiment, testet über die Whiteboards eine Lernsoftware für Geografie aus. So könnte sich zukünftig Fernunterricht anfühlen. Also du würdest jetzt von mir aus Rheinland-Pfalz auf die Originalposition schieben. Okay. Was die Schüler hier üben, könnte irgendwann Schulalltag werden. In seltenen Fächern wie Latein könnte ein Lehrer gleichzeitig an mehreren Schulen unterrichten. Über Internet und Whiteboard. Wir wollen sehen, wie sind die Datenübertragungsraten, wie wirken sich die Programme aus, ist ein fließender Unterricht möglich oder ist das mehr augenblicklich noch stockend, sodass es nicht umgesetzt werden kann. Also es befindet sich alles in der Testphase und diese Testphase verläuft eigentlich relativ gut. Die Schüler gehen noch einen Schritt weiter. Warum überhaupt zur Schule kommen? Man könnte doch auch von zu Hause am Unterricht teilnehmen, über Whiteboard und Skype. Falls ein Schüler krank ist zum Beispiel oder wegen Glatteis der Bus nicht kommt. Andreas Meyer fährt mit zwei Schülern nach Hause, um dann übers Internet eine Verbindung zum Klassenzimmer zu knüpfen. Dort sind die anderen Schüler am Whiteboard und schicken den Unterricht aufs Notebook. Hört ihr mich jetzt? Ja. Wir öffnen jetzt mal die 1. Gut, wunderbar. Wir nehmen jetzt Thüringen. Steht bei euch schon? Ja. Das Wittstocker-Experiment zeigt, so ein Fernunterricht ist technisch möglich. Für Götz Bieber vom Landesinstitut für Schule und Medien in Berlin-Brandenburg ist das aber nur ein Baustein der Schule von morgen. Man muss sich Schule vorstellen als Prozess von verschiedenem Einsatz von methodischen Varianten, didaktischen Zugängen, verschiedenen Lernorten. Und gerade dieser Wechsel, der ist, glaube ich, wichtig, um einerseits Motivation für Lernen zu fördern, andererseits aber eben auch Lernentwicklung zu beschreiben. Da ist das Whiteboard ein Instrument, um zu helfen und nicht das Instrument. Während es sich in Wittstock noch um ein Pilotprojekt handelt, ist der Unterricht in Berlin per Whiteboard schon Alltag. 1300 dieser modernen Tafeln sind hier im Einsatz. Die Hildegard-Wegscheider-Schule im Stadtteil Zehlendorf ist seit anderthalb Jahren komplett mit Whiteboards ausgestattet. Zu Beginn der Stunde fährt Mathelehrer Elmar Deichhardt den Computer und den Beamer hoch und setzt sich auf die Schulbank. Den Infrarotstift übernimmt Moritz Eichner. Der 18-Jährige ruft die Dateien auf, die er zu Hause vorbereitet hat. Grafiken und Lösungswege skizziert er mit einer Mathe-Software. So, haben wir es, ja? Man hat unglaublich viele Möglichkeiten, neue Möglichkeiten damit. Ja, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es mit einer Tafel war. So. Das Active Board weckt den Spieltrieb. Die Scheu, an der Tafel etwas zu zeigen, ist bei vielen Schülern kleiner geworden. Sie übernehmen nun öfter die Rolle des Lehrers. Der wiederum hat mehr Zeit, die Schüler zu beobachten und mit ihnen die elektronischen Möglichkeiten zu entdecken. Das hat mir also nochmal persönlich Schwung gegeben, diese Installation von den Active Boards. Also die Active Boards haben enorme Vorteile. Man hat Tafelplatz ohne Ende. Ich kann ja immer neue Seiten aufschlagen, ich kann das Tafelbild verkleinern, noch was hinzusetzen, ich kann rauskopieren, ich kann meine Vorbereitung, die ich seit der 5. Klasse bis zum Abitur hin habe, hier speichern, habe die immer im Zugriff. Ich kann jederzeit wieder das zurückholen, was wir letzte Woche gemacht haben. Aber die Pädagogik per elektronischer Tafel steckt noch in den Kinderschuhen. In vielen Fächern fehlt es noch an Software. Bei den Fremdsprachen sind die herkömmliche Tafel und das Wörterbuch schwer zu verdrängen, erzählen die Schüler.
Und manchmal müssen sich Schüler und Lehrer mehr mit der Technik beschäftigen, als ihnen lieb ist. Auf Kosten des Inhalts. Man muss halt auch bedenken, dass dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, wir uns da auch schnell verfahren. Und dass halt auch immer technische Probleme dazu kommen. Weil wir sind nicht alle so begabt im Umgang mit PCs. Und auch viele Lehrer haben da noch Probleme. Deswegen kann es halt schon mal passieren, dass dadurch der Unterricht ziemlich aufgehalten wird. Während andere Bundesländer noch abwarten, investiert Berlin in die Medienkompetenz. Nikolai Neufert vom Berliner Senat für Bildung sieht darin einen Innovationsschub. Ich weiß, ich kann damit kreativ arbeiten und andere Leute damit begeistern. Ich kann damit kommunizieren, auch für meine Zuhörer, die hinter mir sitzen, denen ich etwas zeigen kann. Und wichtig, wir können gemeinsam daran arbeiten und können uns gemeinsam über dieses Ergebnis freuen. Und das kann ich bei Interactive Whiteboards. Und das ist eine tolle Sache. In Berlin spricht man schon vom Ende der Kreidezeit. Die gute alte Schultafel scheint sich langsam zu verabschieden.